Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. So. Den kann ich jetzt wieder nur befragen mit diesen beschissenen, tut mir leid, aber wegen den Schlüsseln. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Na, wenn's sein muss, wie war noch gleich dein Name? Ach, nee. Jetzt haben wir hier nicht nur Rufus, Wenzel und Toni zur Auswahl, sondern auch Schnutzipuh. Ah, okay. Vielleicht hat der den Schlüssel jetzt für die Karre gefunden auf dem Schrottplatz und ich gebe mich als Schnutzipuh aus. Na, ist das putzig. Schnutzipuh. Schnutzipuh? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipuh. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink, oder? Also jetzt nicht wirklich pink, aber die Karre ist halt innen pink. Rot war es nicht, oder? Nee. Was, blau auf jeden Fall nicht. Rot, rötlich, pink? Nee. Einfach pink, glaube ich. Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ich schmiede Pläne, von ihr wegzukommen. Ich liebe das Ballett. Ich höre gern Musik. Ich lese viel. Da war eine Ballerina. Also, ich liebe das Ballett. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipuh. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Fantastisch. Geil, habe ich einen Schlüssel. Mein Truckschlüssel hier. Und ich bin der Schnutzipuh. Na, wer wusste das denn noch gar nicht? Insgeheim heiße ich in allen Spielen Schnutzipuh. So. Ja, sehr schön. Es nimmt doch Gestalt an. Aber man muss schon echt grübeln, ne? Also so ganz von der Logik her, dass es jetzt vielleicht die Karre einer Frau gehört hat und ich jetzt alle Frauen hier befragen müsste zuerst. Das ist nicht ganz aufgegangen, aber trotzdem, es geht weiter. Es geht weiter. So. Jetzt können wir die Karre aufmachen, mal gucken, was wir da drin finden werden. Ja, wahrscheinlich können wir den Motor aber aufmachen bezüglich der Batterie, oder? Müsst ihr. Das ist echt eine geile Karre. So, was haben wir hier? Den Hebel. Ja, perfekt. Motorhaube geht auf. So, was haben wir denn hier drin? Also den Hebel, wir haben Struktur, Windschutzscheibe und die Batterie. Sie lässt sich nicht ausbauen, aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Ja, ich würde mal von der Logik sagen, wir schrauben das Ding auf, wir bohren das auf, oder? Geht das? Ich will an die Batteriesäure? Und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Ah, au. Oh Gott. Yeah. Das läuft raus. Wie kann ich das auffangen? Kann ich jetzt hier die Säure auffangen? Saubere Arbeit, Rufus. Was habe ich denn jetzt hier? Ja gut, riecht, aber da läuft er durch. Ist ja keinen Sinn, oder? Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Ja, das ist wohl der unendliche Fluss von Säure. Aber wie fange ich das denn jetzt auf? Oh, Leute. Ich muss das Haar irgendwas finden zum Auffangen. Windschuhrute, ja, da ist ja kein Wasser, das ist Säure. Es sieht aus wie Trinkwasser, ist aber Batteriesäure. Okay, warte mal. Wir brauchen etwas zum Auffangen. Luftballon. Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. herrlich. Hier mit dem Narkotikum, ist das vielleicht leer? Können wir es da reinfüllen? Vielleicht brauche ich das noch. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Okay, wir brauchen ein Gefäß. Aber wir haben kein Gefäß gerade hier, außer Narkotikum. Spritze wird wohl nicht gehen, oder? Warte. Mit der Spritze wird das nichts. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Ja, ist ja gut, ich brauche ein Gefäß. Okay. Aber wo kriege ich das denn her? Warte, wir gehen immer hoch. Also, es ist wirklich alles sehr durchdacht. So ein Gefäß, fröhlicher? Nee. Das ist so schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ich brauche ein Gefäß. Gefäß. Ein Gefäß. Wo kriege ich ein Gefäß her? Hat der vielleicht noch einen Hinweis für uns, der Hanek? Hallo nochmal.
Ah, hallo Schnutzipu. Naja, ich bin Schnutzipu. Nee. Bis bald. Tschüss, Schnutzipu. Den Namen kannst du dir merken. Sieht so aus. Herrlich. So, warte. Wir brauchen ein Gefäß. Ich habe aber kein Gefäß. Wir brauchen einen Flaschentopf. Topf. Oder hier die Tasse. Können wir die Tasse nehmen? Espresso-Tasse und damit die Säure auffangen? Warte mal. Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Ja, kannst du nicht nehmen? Lonzo muss sehr lange auf diesen historischen Tag gewartet haben. Hätte er mich mal früher gefragt. Ah, Mist. Hier gibt's kein Gefäß. So, okay, wo gehen wir als nächstes hin? In Wenzels Hütte gab's auch kein Gefäß. Herrlich, warte mal. In Wenzels Haus gab's nix. Bei Tony auch eigentlich nicht. Wir müssen mal zum Rathaus, glaube ich. Uns fehlt das Gefäß. Aber ich habe alle Items eigentlich mitgehen gelassen. Das gibt's ja nicht. Warte mal. Ich weiß echt gerade nicht, wie ich weitermachen soll. Warte mal, wir checken das jetzt mal hier ab. Wir brauchen ein Gefäß. Türknopf. Ja, da, aber hier ist kein Gefäß. Hier ist einfach nichts. Hier ist einfach nichts. So. Und wir müssen auch schauen, wie wir die Typen wegbekommen. Wie kriegen wir die Typen weg? Die erzählen die ganze Zeit nur von Hüten. Hüten. Also wir müssen mal alles ein bisschen logisch angehen. Also was haben wir jetzt noch nicht gemacht? Also wir brauchen zum Einbruch mal ein Gefäß, ja, um die Batteriesäure aufzufangen. Aber ich habe alle Items aktuell mitgehen lassen. Es gibt nichts mehr eigentlich. So, was haben wir denn noch? Dann haben wir... Wenzel ist mein Bürgermeister. Beim Wenzel in der Hütte haben wir alles mitgehen lassen. Und dann haben wir als nächstes hier... Bei Hanek, da gibt es auch nichts mehr. In der Kneipe vom Gizmo, wie der hieß. Nicht Gizmo. Gizmo hieß der hier, glaube ich, oder? Nee, Gonzo. Ach, die haben alle so komische Namen. Auf jeden Fall in der Kneipe gab es auch nichts. Bei dieser Polizei, Feuerwehr und Sanitäreinrichtung gab es auch nichts, außer den Feuerlöscher und Baum. Aber das kann ich als Gefäß gebrauchen. So, bei Toni gab es halt die Haken, die habe ich mitgehen lassen. Ich habe sie betäubt und habe die Coupons auch dabei. Den Vogel habe ich auch noch die ganze Zeit hier am Start. Aber den kann ich nicht wach bekommen, weil den kriege ich nicht wach. Also aktuell nicht. Oder kann ich die... Nee, die Spritze mit dem Pagai habe ich schon probiert. Der will ja die Tiere nicht quälen. So, das heißt, im Endeffekt muss ich gucken, dass ich hier diese Typen wegbekomme. Da stand ja auf dem Plan ja auch drauf. Und die erzählen die ganze Zeit was von Hüten. Hüten. Die haben Hüte auf. Ja. Und du? Die erzählen nichts anderes von Hüten. Wie kriege ich die weg? Kann ich die bestechen? Kann ich den Papagei geben oder so? Na, was ist denn das? Doch nicht etwa ein super cooles Objet, das viel wertvoller ist als alle Wartenummern zusammen? Pff, diese Trottel würden eine gute Gelegenheit nicht einmal erkennen, wenn sie aus einem Sack spränge und sich in ihrem Gesicht festkrallte. Okay, also ich kann sie auf jeden Fall nicht bestechen. Ach Gott, okay, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ja, da bleibt eigentlich nur übrig. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht mit dem, mit den Hüten und der Sprengplan, der macht mich auch wahnsinnig. Ganz ehrlich, dieser Sprengplan, den haben wir bis jetzt auch noch nicht sinnvoll einsetzen können. Aber auch die Notrufsäule auch nicht. Das bringt uns auch aktuell nicht weiter. Warte mal. Wir schauen uns mal den Sprengplan genauer an. Den haben wir nicht sinnvoll bis jetzt eingesetzt. Gott. Warte mal hier, die Anleitung, vielleicht ist die... Ja, die habe ich auch schon vorgelesen. Aber auch gesagt, durchgelesen. Da gibt es auch keine weitere Erkenntnis, außer... Warte mal. Also, Explosionen ausgelöst werden. Und dass ein Alarm ausgelöst wird bei den Häusern. So, Rufus kann Sprengung auslösen, indem er drei Bereiche auf der Karte markiert und anschließend die Glocke betätigt. Das ist nicht nur spaßig, sondern kann sich auch als nützlich erweisen, wenn man wie Rufus einen Plan hat. Okay, warte mal. Warte mal. Warte. Also, was heißt Plan?
Überlegen mal, also wir haben ja einen Wasserturm. Das bringt uns ja nichts, irgendwie da so einen Alarm auszulösen, da auch gar keinen Alarm. Also das wird ja nichts bewirken. Wir haben ja schon Wenzel aus der Hütte rausgespült, mehr oder weniger. Das heißt, er kann schon mal weg. So, hier beim Stier und hinten beim Eingang, da bringt es ja auch nichts. Da ist ja auch keine Person eigentlich. Was haben wir hier oben? Das sind Häuser. Vielleicht hier, keine Ahnung. Da sind ja Häuser mit... Vielleicht leben da Leute drin, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. So, was haben wir hier? Ja, genau. Die Toni können wir auch mal raus. Rennen die vielleicht auf die Straßen dann, wenn es bimmelt? Oder was passiert eigentlich dann? Wir können Toni ja vielleicht da auch mal so mit einer Explosion verjagen. Obwohl wir auch keine Items brauchen würden. Vielleicht können wir dann in den betäubten Papagei aufhängen. Und wenn sie wieder zurückkommt, erschreckt sie sich noch mehr. Keine Ahnung. So, Wenzel brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich würde sagen, wir wären einfach mal beim Rathaus vielleicht. Warte mal. Wir lassen es mal so. Vielleicht ist es ja so, dass wenn wir beim Rathaus einen Alarm auslösen, dass die Leute dann auch flüchten. Kann ja auch sein, oder? Wir müssen irgendwie wegbekommen. Warte mal. Wir machen es einfach mal. Sprengsignal. Oha! Das Sprengsignal! Achtung! Sprengung! Okay, da rennt aber noch keiner raus, aber der Alarm wurde ausgelöst zumindest. So, jetzt gehen wir mal raus und schauen mal. Also da, man sieht die Alarmanlagen bimmeln, aber es rennt halt keiner raus. Also Toni ist auch noch mal raus. Rathaus vielleicht. Sind die jetzt irgendwie geflüchtet oder evakuiert worden? Hä? Hier fehlt einer? Warum nur einer? Ich habe das ganze Rathaus doch gesprengt. Also zumindest unter dem Rathaus. Wir sind nicht alle abgehauen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg. Boah, ich freue mich gerade. So, warte mal. Was machen wir jetzt hier? Können wir mit dem mal sprechen? Wie ich sehe, geht es voran. Ja, Gonzo musste nach seinem Haus gucken. Anscheinend haben die Müllsucher wieder eine Sprengung vermasselt. Was für Idioten. Aber die Upside ist doch, dass ein Platz in der Schlange frei geworden ist. Dann könnte ich doch... Vergiss es. Hä? Warte. Also, was nochmal bitte? Habe ich... Der Alarm beim Haus vom Kollegen wurde ausgelöst und der musste weg? Wie ich sehe, geht es voran. Ja, Gonzo musste nach seinem Haus gucken. Anscheinend haben die Müllsucher wieder eine Sprengung vermasselt. Was für Idioten. Aber die Upside ist doch, dass ein Platz in der Schlange frei geworden ist. Dann könnte ich doch... Vergiss es. Okay, also, mal logisch. Wir haben jetzt hier... einen Alarm ausgelöst bei einem Haus vom Kollegen von denen da. So, da musste der abhauen. Das heißt, es bringt also nichts, das Rathaus irgendwie... beim Rathaus den Alarm auszulösen, sondern beim Haus von den Leuten. So, warte, aber was sind... Warte, okay, wir gehen immer zum Plan. Das heißt, dass Toni eigentlich auch schon mal rausfällt. Da wohnt wohl keiner von den Typen. Also, nicht, dass ich wüsste. So, warte mal. Also, was habe ich hier gesprengt? Also, Toni fällt schon mal weg. Hier unten, das sind keine Häuser. Hier sind auch keine Häuser. Das, im Wasserturm lebt wohl keiner. Bei Wenzel lebt wohl auch keiner von den drei. Das heißt, eigentlich oben... müsste einer sein. Und da beim Rathaus bringt's nichts. Hä? Lebt bei Toni und bei Wenzel doch einer? Oder ist hier noch ein anderes Haus, was ich gerade nicht sehe? Hier das Haus. Ist das ein Haus da? Ich probiere mal da. Ich habe da nicht drauf geachtet. Warte mal. In der großen Ansicht sieht man es besser. Hier ist auch noch ein Haus. Okay. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, dann müssen wir springen. Dann müsste das vielleicht... Sind das vielleicht die drei Häuser von den Kollegen? Oha! Das Sprengsignal! Achtung! Sprengung! So, okay. Also die drei Häuser bimmeln. Die oberen. Und jetzt gucken wir, ob jetzt alle drei weg sind. Ich hoffe es. Ich hoffe es echt. Denn sonst gibt es halt kaum noch Alternativen. So. Daumen drücken. Okay, es sind also zwei weg. Nur der Lobo ist da. Wie ich sehe, geht es voran. Ja,
Die anderen beiden mussten nach ihren Häusern gucken. Anscheinend haben die Müllsucher wieder eine Sprengung vermasselt. Was für Idioten. Aber die Upside ist doch, dass ein Platz in der Schlange frei geworden ist. Dann könnte ich doch... Vergiss es. Okay, so, das heißt, wir müssen noch die Hütte vom Lobo finden. Sehr geil, sehr geil. Also zwei sind schon mal weg. Also zwei Häuser sind schon mal richtig gesetzt. Aber dann gab es eigentlich nur Wenzels Haus und Toni hier rechts. Wo sind noch Häuser? Also die drei habe ich gesprengt. Zwei davon sind halt richtig gewählt. Wo haben wir noch Häuser? Hier am Rand, am Dorfeingang, Wasserturm. Ist das hier ein Haus in der Mitte? Also hier in der Mitte irgendein Haus müsste das sein. Das da oder hier das untere, wenn das ein Haus ist, keine Ahnung. Das müssen wir nochmal im Plan uns genauer anschauen. Wir nehmen mal das da weg und tun mal das in der Mitte sprengen. Hier, da muss ja auch ein Haus sein. Bimmeln wir mal. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Okay, jetzt bimmeln die zwei oberen Häuser und das mittlere. Okay, jetzt nochmal schauen. Also wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, dann sind definitiv alle drei jetzt weg. Wenn nicht, dann bleibt eigentlich nur eine Alternative mehr oder weniger übrig. Oh, herrlich. So. Oh, ne. Na, Mist. Falsches Haus. Okay. Dann kann es eigentlich nur das untere Haus sein. Also muss man anscheinend ein bisschen rumprobieren. Also das untere Haus müsste es eigentlich sein dann. Und dann müssten die weg sein. Das wäre natürlich cool, wenn wir es geschafft haben. So, warte. Also da tun wir mal hier unten. Da ist nämlich auch ein Haus. So, jetzt bimmeln wir nochmal. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! So, das passt. Also. Jetzt müsste es hinhauen. Also schnell zum Rathaus zurück. Und dann hoffe ich mal, dass sie jetzt wechseln endlich. Ja, dann gehe ich ins Büro zum Wenzel. Jawoll! Sehr schön. Und wir sehen auch ein Wartenummer 63, na, wenn ich nicht der Nächste bin. Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Ah, Rufus. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Okay, ja, mal schauen, ob wir ein Argument finden können. Der kleine Wenzel, der kriegt unsere Braut nicht hier die Goal. Kann er direkt mal knicken. So, das heißt, wir gehen jetzt mal rein zum Bürgermeister. Mal gucken, ob wir den überreden können. Endlich, endlich, nach langem Warten. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek? Was? Wer stört? Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Interessant, da haben wir den Mützelmann hier, den Bürgermeister. Ja, der sieht ja sehr cool aus. So, was haben wir jetzt hier? Wir befragen jetzt erstmal. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen?
Was ist abgeschlossen? Das geht ja gar nicht. Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Na, warte ab. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuvat auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus, immer wenn Chaos in Kuvat ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Na toll. Mir gehen zwar die Argumente aus, aber ich muss doch irgendwie weiterkommen. Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Das gibt's ja nicht. Ich muss was ändern. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob. Was denn jetzt noch? So. Was haben wir hier? Was können wir machen? Also, wir können mal hier das Mädchen beanspruchen, dass es unser Mädchen ist. Also mein Mädchen. Oder ich will meinen Wohnsitz abmelden. Können wir probieren. Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorchst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Na, jetzt wird's aber gemein. Aber welch ein Schlafplatz. Unglaublich, unglaublich. Das kann nicht jeder von sich behaupten, dass er hier in seinem Büro solch einen Platz hat. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. So ist es, meine klare Ansage. So. Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Die hat dein Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. So, jetzt habe ich es auch endlich mal hier wieder begriffen. Der Post, ja, die Post, klar. Wir haben eine Post hier und da können wir mit den Coupons dann bestimmt später was abreißen. Aber dafür brauchen wir eine Uhr. Vielleicht müssen wir die Uhr dem alten Mann hier klauen. Denn Uhr, das sehe ich direkt. Wann macht noch gleich die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Richtig. Stimmt, okay. Können wir noch was hier mal bequatschen? Ja, wir müssen noch weiter fragen. Ich komme immer noch nicht über diese Sache mit dem Erdmagnetfeld hinweg. Es ist, wie es ist. Dein Vater hat ein Gerät installiert, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Und das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen. Okay. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Tja, mir gehen leider die Argumente aus, so ist es. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Ja, dann geh doch in den Sitzungssaal, dann werde ich mir dein Büro mal hier unter die Lupe nehmen. Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. So, okay. Da ist aber nicht der Weg in den Sitzungssaal. Jetzt hat er sich hier wieder verbarrikadiert in seinem Schreibstich. So. Jetzt müssen wir gucken, was wir hier machen. Wir müssen auf jeden Fall müssen wir hier die Bude mal aufräumen. Mal gucken, was es hier alles gibt, ne? So, was haben wir denn hier? Also schauen wir mal.